Willkommen zu Weihnachten auf Bali, der Insel der Götter und Vulkane. Selamat Natal, Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal. Die Menschen, die dem Ausländer Selamat Natal, Merry Christmas oder sogar frohe Weihnachten wünschen, tun dies mit großer Herzlichkeit. Sie kennen die Worte dafür. Was Weihnachten im christlichen Glauben bedeutet, weiß kaum einer. Warum auch? Uns sind die hinduistischen Gottheiten der Balinesen auch meist unbekannt. Er kennt sich in beiden Religionen gut aus. Fröhliche Weihnachten. Chokorda Putra Sukhavati ist das Oberhaupt der königlichen Familie von Ubud. In der Schweiz hat er studiert. Der Bau des prunkvollen Palastes begann im 16. Jahrhundert. Hätte man die Monarchien in den 50er Jahren nicht abgeschafft, wäre er heute der König, wie 7 Generationen seiner Familie vor ihm. Und aus ihrer Familie stammt ja auch der letzte König von Ubud. Mein Großvater ist ein König von Ubud. Die Königsfamilien besitzen im Volk hohes Ansehen und ökonomische Macht. Das neue Royal Pitamaha Hotel Resort bedeckt eine Fläche von ca. 50 Hektar für gerade einmal 50 Bungalows. Eine teure, grüne Oase. Die Preise pro Nacht für einen Bungalow liegen zwischen 400 und 1.400 Euro. Die Stadt Ubud ist auch das Zentrum der Künstler Balis. Die Malerei nahm durch das Wirken des Deutschen Walter Spies seit Mitte der 30er Jahre einen enormen Aufschwung. Steinmetze haben immer zu tun, denn viele der Figuren schmücken die zahlreichen Tempel. Holzschnitzer sind zu Weihnachten besonders fleißig. Kleine Tannenbäume aus Holz, Engel und natürlich auch klassische Weihnachtsmänner sind im Angebot. Unseren deutschen Zuschauern möchte Putra Sukhavati sagen: Können Sie den deutschen Zuschauern vielleicht noch eine kleine Botschaft auf Deutsch sagen? Liebe Freunde von Deutschland, das Bali ist immer schön. Und von der Schönheit Balis kann man sich schnell überzeugen. Helle Strände schmücken den Süden der Insel. Im Norden sind es die Vulkansandstrände. Reisfelder prägen das Landschaftsbild. Terrassenförmig schmiegen sie sich an die Hänge der Vulkane. Die Schönheit Balis hat viele Facetten. Die hochgelegenen Landschaften mit den zauberhaften Vulkanseen bieten hier in den Tropen ein angenehm kühles Klima. Manche nennen Bali eine blühende Oase, andere eine Orgie in Grün. Überall auf der Insel findet man beeindruckende hinduistische Tempel, die den zahlreichen Göttern geweiht sind. Wer Jubel, Trubel, Heiterkeit sucht, findet dies im Süden der Insel, in Kuta. Vor 30 Jahren noch ein verschlafenes kleines Fischerdorf, ist es heute die Touristenhochburg, auch zur Weihnachtszeit. Die weihnachtlichen Dekorationen in den Geschäften und Restaurants sind für die Touristen gedacht. Auch in Mamas German Restaurant, das dem deutschen Honorarkonsul gehört. In Kuta findet man auch die großen Kaufhäuser, die den von zu Hause gewohnten weihnachtlichen Konsumrummel manchmal noch überbieten. Auch der Weihnachtsmann darf nicht fehlen. Und die Kasse klingelt. Die Weihnachtsbäume allerdings sind aus Plastik. Weiß oder grün. Gestaltetes Gestrüpp. Der Kreativität scheinen keine Grenzen gesetzt. Und warum soll ein Magier da nicht auch an ein besonders zauberhaftes Bäumchen denken?
Notfalls kann man das magische Bäumchen auch als Schirm benutzen, wenn es nicht regnet. Die Schirme bei den balinesischen Tempelfesten sind auch nicht für das Wetter, sondern für die Götter bei den Zeremonien gedacht. Der Balinese lebt den Hinduismus. Tag für Tag, Jahr für Jahr, von seiner Geburt bis zum Tod. Der balinesische Kalender verzeichnet mehr als 200 offizielle Tempelzeremonien im Jahr. Die privaten Feste sind darin noch nicht enthalten. Ein Besucher kann auf Bali immer erleben, wie die Balinesen ihren Göttern huldigen und versuchen, mit ihnen im Einklang zu leben. Dieser Tempel steht im Süden der Insel in Nusa Dua. Daneben eine Moschee, eine katholische Kirche, ein buddhistischer Tempel und ein protestantisches Gotteshaus, durch die Erbauer als Sinnbild gedacht, dass Menschen aller Religionen friedlich zusammenleben können. Zum Weihnachtsgottesdienst finden sich in jedem Jahr ca. 400 Gläubige ein. 160 Familien gehören zur Gemeinde. Sie sind zwar Christen geworden, leben aber trotzdem mit ihren hinduistischen Bräuchen und sehen darin keinen Widerspruch. Ob Weihnachten oder nicht, die Fischer findet man an jedem Morgen am Strand von Jimbaran. Die Gewässer um Bali sind seit Jahren überfischt. Für ihren Lebensunterhalt müssen die Fischer hart arbeiten. Sie freuen sich, wenn sie mal einige besonders schöne und große Fische verkaufen können. Selbst wenn es an den Weihnachtsmann ist. Taucher, die Fische unter Wasser beobachten wollen, fahren am besten in den Nordwesten Balis. Hier gibt es direkt am Strand eine Reihe von Tauchschulen. Sean Reef gehört dem Australier Chris. Mit seinem Sohn und den Gästen fährt er am liebsten zur kleinen Insel Menjang an. Der sandige Untergrund ist im Gegensatz zu den schwarzen Vulkansandstränden an der Küste hell. Seit vielen Jahren sind die Insel Menjangan und die sie umgebenden Riffe Naturschutzgebiet. Und entsprechend attraktiv ist die Unterwasserwelt. Das Wasser ist hier im Durchschnitt 27 Grad warm. Eine schöne Abkühlung, wenn es auf der Insel ohne viel Schatten sehr heiß wird. Das Angeln ist auf Menjangan verboten. Aber Santa Claus hat für die Bootsparty auch daran gedacht. Auf den Fang von Fischen der besonderen Art hat sich im Lowina Nick aus Bayern spezialisiert, der hier seit 15 Jahren lebt und ein kleines Ressort hat. Mancher Marlin, den er gefangen hat, wog über 100 Kilo. So, seid schon da. Frohe Weihnachten. Das Restaurant von Nick ist doch Treffpunkt für viele Deutsche, die hier im Norden Balis leben. Wie für Peter,
der mit 58 herkam, eine Familie mit allem Drum und Dran gegründet hat und in Kürze zum zweiten Mal Vater wird. Nick hat ihm heute die Räucherkammer überlassen. Der Bayer hat sich stattdessen auf das Backen von Christstollen spezialisiert. Nach Dresdner Rezept. Und da sage noch jemand, die Bayern und die Sachsen würden sich nicht verstehen. Seine javanische Frau versorgt die Gäste an der Bar. Und so kann sich Nick um das Gebäck kümmern. Den Backofen, mit Holzfeuer beheizt, hat er selbst gebaut. Der Stollen wird von seinen Gästen frisch am Swimmingpool verzehrt. Also wegen dem brauchst du nicht nach Dresden fahren. Ne? Die Fische sind für eine andere Party vorgesehen und sollen als besondere Überraschung zum weihnachtlichen Festmahl beitragen. Im Restaurant Warung Bambu lebt Beate mit ihrer Familie. Also danach kommen ja die Freunde und dann können wir ein bisschen Weihnachten zusammen feiern. Okay? Okay. So wie in Deutschland. Die Tochter Narayani ist 9, ihr kleiner Bruder Mahesa 3 Jahre alt. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal heißt auf Deutsch Frohe Weihnachten. Zur Weihnachtsparty sind nur deutsch-balinesische Familien geladen. Die Tochter Peters wächst mehrsprachig auf, genauso wie Narayani, die Tochter Beatis. Englisch, Deutsch, Indonesisch und manchmal auch Balinesisch wird in den Familien gesprochen. Die Attraktion und besondere Überraschung des Abends ist aber nicht der Fisch, sondern die 12-jährige Koman. Auf Bali, so sagt man, lernen die Kinder tanzen, bevor sie richtig laufen lernen. Die Damen in der Küche bereiten das Festessen vor. Balinesische Ente. Ingwer, Koriander, Kerzennüsse, Geigern, Zwiebeln, Knoblauch, Schalotten, Chili und Zitronengras werden klein gehackt und miteinander vermischt. Mit der Paste wird die Ente gefüllt. Enten leben auf Bali in den Reisfeldern und sind nicht so fett wie die Enten, die wir zu Hause kennen. Dafür sind sie zäher. Und werden 4 Stunden lang gekocht. Dann kommen sie nur noch wenige Minuten auf den Grill, um die Haut zu bräunen. Zeit genug für den Weihnachtsmann, Geschenke an die Kinder zu verteilen. Dieses Geschenk bringt mich auf eine Idee. It's Showtime. Dann kommen die Enten auf den Tisch. Für den Champagner allerdings muss man selbst sorgen. Wow! Hey.
Zu jeder Mahlzeit auf Bali wird auch Reis gereicht. Für die Balinesen ist Reis ein Geschenk der Götter. Er hat die Insel geprägt, ihre Landschaft, ihre Kultur und das Leben der Menschen. Die Bestellung der Reisfelder, das mühevolle Jäten und die Einteilung und Verteilung des Wassers sind nur mit der ganzen Dorfgemeinschaft möglich und bilden noch heute eine der Ursachen für den starken Zusammenhalt der Menschen. Seit vielen Jahrhunderten erstrecken sich die Reisfelder in den flachen Küstenebenen oder schmiegen sich an die Hänge der Bergwelt im Landesinneren und an die Flanken der Vulkane, ja, scheinen sich geradewegs daran zu stapeln. Ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, das manchmal von mehreren Dorfgemeinschaften gemeinsam verwaltet wird, macht 2 bis 3 Ernten im Jahr möglich. Der Reis wird traditionell Halm für Halm mit der Hand geschnitten. Die Garben werden meist von Frauen, heute noch mühevoll mit der Hand gedroschen. Nicht nur Santa Claus, auch Gäste aus Deutschland freuen sich auf eine kleine Feier in dem abgelegenen Dorfpark Saan in der Nähe der Stadt Singaraja. Beates Mann vom Warung Bambu hat hier ein Haus und beherbergt oft deutsche Touristen. Das Verhältnis zu den Dorfbewohnern ist freundschaftlich. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Selamat Natal. Oh, danke schön. Der Weihnachtsmann hat für jeden Gast ein Geschenk mitgebracht. Mein Geschenk kennen die Balinesen nicht in ihrer Heimat. Ein wenig Schneesturm. Gerold bekommt ein ganz persönliches Geschenk. Und was kann man einem Balinesen schenken? Reis. Denn schließlich wird Reis hier Speise der Götter genannt. Aus Reis wird auf Bali auch Schnaps gemacht. Arak. Im Süden der Insel, in Tanjung Benoa, gärt im Passamalam der Reis in den Bottichen und täglich tropft die abenteuerlich anmutende Distille. Noch mehr engagiert sich der Besitzer, der Schweizer Heinz von Holzen, für die Kultur Balis. Zur Freude seiner Gäste, die den Platz für geschlossene Feierlichkeiten mieten und natürlich auch für sein geschäftliches Wohlergehen. Heinz lebt seit 20 Jahren auf Bali. Er hat sich verdient um die Wiederentdeckung balinesischer Kochkunst gemacht und darüber Bücher geschrieben. Von dem wird nicht blind, da ist Methanol drauf, das ist nur Ethanol, das ist die gute Sache. Auf seinen Schnaps ist Heinz besonders stolz. Auch wenn andere Gäste diverses der Bar bevorzugen. Das Passamalam hat erst im Frühjahr 2006 eröffnet. Aber in der kurzen Zeit hat Heinz schon Events für den indonesischen, den australischen und sogar für den norwegischen Außenminister ausgerichtet. Heute feiert er mit den deutschen Freunden Weihnachten. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Joosh! Frohe Weihnachten! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way from home.
ebenfalls im Süden, in der romantischen Bucht von Jimbaran, liegt die Nobelherberge Hotel Vier Jahreszeiten. Die meisten zahlungskräftigen Gäste wollen zu Weihnachten im Luxusbungalow mit Meeresblick und eigenem Swimmingpool dem Weihnachtstrubel entfliehen. Aber als wunderbare Geste zu Weihnachten bewirtet das Hotel die Kinder eines nahegelegenen, christlich geführten Waisenhauses. Und Stefan, der deutsche Food- und Beverage-Manager, bedient persönlich die Gäste, die sich mit einem kleinen weihnachtlichen Konzert bedanken. Indonesien liegt auf dem Ring of Fire, der pazifisch-asiatischen Vulkankette. Vielleicht 100 aktive Vulkane zählt der Inselstaat. Der wohl bekannteste große Ausbruch war die Explosion des Krakatoa zwischen Java und Sumatra, der den vielleicht größten bekannten Tsunami der Geschichte mit einer 30 Meter hohen Flutwelle auslöste. Aber die Faszination der Vulkane liegt auch in ihrer Schönheit. Es ist ein erhabenes Gefühl, wenn man auf einem Kraterrand steht. Auf Bali sind die Vulkane Mount Batur, 1717 Meter hoch, und der 3170 Meter hohe Mount Agung noch aktiv. Hinter mir ist der Vulkan Batur. Er sieht friedlich aus, aber manchmal spuckt er plötzlich Rauch und Feuer. Im Jahre 1999 begann der Batur wieder einmal zu rumoren und stieß an verschiedenen Stellen dicke Aschewolken, vermischt mit Geröll, aus. Was manchem Trecker ein ängstliches Gefühl, dem Fotografen aber interessante Bilder bescherte. Die heißen Aktivitäten im Inneren des Berges haben aber auch ihre angenehmen Seiten. Im Norden, in der Nähe von Lovina, haben die Bewohner von Banja einen warmen, mineralhaltigen kleinen Fluss dazu benutzt, eine tropische Badeanstalt der besonderen Art zu bauen. Das warme Wasser fließt in mehreren Stufen durch die Bassins. Zwischen 33 und 37 Grad Wassertemperatur kann man sich berieseln lassen, schwimmen oder eine natürliche Druckstrahlmassage genießen. Am Fuße des Mount Batur fließt eine warme Quelle direkt in den See Batur. Hier trifft sich abends die Bevölkerung des Dorfes Toyabunga. Die Bewohner waschen die Wäsche oder nehmen in der natürlichen Badewanne ein gemeinsames Bad. In dem kleinen Ort haben die wenigsten Häuser fließend warmes Wasser, nicht einmal alle kleinen Pensionen. Und so spendet die Natur das Warmbad für die allabendliche Körperpflege. Erlaubt ist, was reinigt. Für groß und klein, für alt und jung. In Toyabunga gehen die Leute früh schlafen. Der Wecker ist die aufgehende Sonne. Bergwanderer sind zu dieser Zeit meist schon am Kraterrand. Auch hier gibt es kleine heiße Quellen und heiße Schlammlöcher. Ideal, um sich sein Frühstück zuzubereiten. Frühstück à la Vulcana. Gekochte Eier und Bananen aus dem Vulkanschlamm. Ausbrüche des Batur gab es schon mehrere in diesem Jahrhundert. Ein kleinerer 1994, zwei verheerende 1926 und 1917. Letzterer kostete mehr als 1000 Menschen das Leben.
Die Lavaströme löschten ein ganzes Dorf aus, kamen aber wenige Meter vor dem Dorftempel zum Stehen. Die Götter wollten offensichtlich ihr Heiligtum nicht zerstören. Die Südwestseite ist mit großen Lavafeldern bedeckt. Unangenehm für Spaziergänger. Wanderungen auf dem Mount Batur sind nur mit einem Bergführer erlaubt. Es gibt auf dieser Seite des Berges einige gute Wege für Trekker. Exzentrische Außenseiter sind nicht so gern gesehen. Je näher man dem Gipfel bzw. dem Kraterrand kommt, umso mehr wird die Tour auch zu einer Gratwanderung. Schwindelfrei ist angesagt. Die einen holzen eine Pinie ab, andere genießen einfach den atemberaubenden Ausblick. Pinien wachsen noch in einer Höhe von 1400 Metern. Ein idealer Weihnachtsbaum. Durch die Ausbrüche in diesem Jahrhundert wurde die Landschaft am Mount Batur immer wieder verändert. Neue Krater entstanden, Aschefelder, Bergführer mussten neue Wege suchen. Und viele Affen gibt es seit einigen Jahren wieder am Vulkan. Sorgloser als die Trekker begeben sie sich bis auf 1700 Meter Höhe. Und was dem Affen sein Leckerbissen, ist dem Weihnachtspartysüchtigen der Christbaum am Kraterrand. Nachdem auch die letzten Gäste eingetroffen sind, hat Santa Claus für alle noch etwas Besonderes im Sack. Mit den letzten Sonnenstrahlen wird es kühl. Und bei nur 6 Grad, auf einer Tropeninsel, tut ein wärmendes Feuer gut. Besonders am Heiligabend.